Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, die Folge heute wird leider ein bisschen kürzer werden. Eigentlich habe ich gestern Abend schon aufgenommen, wie immer. Warum auch immer, ist da die Tonspur komplett im Eimer gewesen. Deswegen muss ich das jetzt heute Morgen fix nochmal neu machen. Fix deswegen, weil erstens die Server demnächst down gehen dürften. Ich nehme einfach mal an, dass das Update heute kommt. Jetzt habe ich auch gerade schon wieder ein bisschen was gemacht und das ist auch schon wieder jetzt abgeschmiert eben. Und zweitens muss ich es ja auch noch rendern und hochladen und ich will natürlich, dass es jetzt nicht zu spät für euch kommt. Deswegen mache ich das ein bisschen im Schnelldurchlauf und ich habe keine Ahnung, warum das so extrem leckt. Das ist jetzt nochmal schlimmer als gestern in der Folge. Und ich hatte es wirklich von einem auf den anderen Tag, dass es so absolut nicht mehr flüssig lief. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann es mir echt nicht erklären. Ich denke, ich werde tatsächlich einfach versuchen. Ich denke, ich werde tatsächlich einfach versuchen, hier die BlueStacks nochmal runterzuhauen und neu zu installieren. So. Zack. 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 Zack, in der Hoffnung, dass es dann eben besser funktioniert. Es klingelt auch noch mein Handysturm, also heute Morgen ist echt der Wurm drin. Aber ich bin jetzt in der Aufnahme. So. Oh, ich weiß nicht, ist es so für euch überhaupt noch angenehm anzugucken? Ich finde es ja zum Beispiel sehr nervig zum Spielen, wenn das alles so überhaupt nicht mehr flüssig läuft. Okay, schauen wir mal bei unserer kleinen Peach rein. Ja, ein bisschen was hat sich jetzt bei ihr natürlich vom Level her auch getan. Sie ist jetzt relativ kurz vor Level 4. Da habe ich gestern noch ein paar Erfahrungspunkte für sie zusammengeholt mit Füttern und so weiter und so fort. Wir haben jetzt übrigens auch eine neue Aufgabe. Wir müssen, ich glaube, 10-mal ein Pferd putzen. Das wird auch wieder so eine Mammutaufgabe, weil man ja nur erstmal 10-mal die Möglichkeit bekommen muss, überhaupt ein Pferd zu putzen. Aber naja, gut. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich besuche jetzt schon mal. Und zwar war jetzt in der Aufnahme, die ich schon gemacht hatte, war die Lotte-Maus dran. Die muss ich mir jetzt hier gerade nochmal raussuchen. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Ah, da. Lotte-Maus. Okay, dann mal eben nach Montana. Ich meine, ihr seht das jetzt auch hier oben links bei mir. Ihr seht es nicht, aber ich habe jetzt oben links ja gerade auch eine FPS-Anzeige. Also Frames per Second, das ist, wie viele Bilder eben dargestellt werden pro Sekunde. Und alles unter 20 ist nicht mehr flüssig fürs menschliche Auge. Und normalerweise habe ich das hier auf ganz normalen Werten. Also auf jeden Fall ordentlich jenseits der 20. Und jetzt bin ich bei 16. 15. Also es läuft absolut nicht so, wie es laufen sollte. Hier haben wir den Andrei. Ein Canadian Hengst, dann haben wir hier einen Quarter, das ist der Beach. Dann haben wir denn hier noch ein Fohlen. Wer ist das denn? Das ist der Flower, ein Missouri Foxtrotter. Dann haben wir hier noch den Hakim. Kann es sein, dass du sehr viele Hengste hast? Das ist ja Wahnsinn. Dann schauen wir mal noch hier in Deauville vorbei. Übrigens, so deine Anordnung mit den Futtermühlen, den Feldern, das finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Schön aufgeräumt. Oh, ja, das ist jetzt übrigens auch aus dem Emulator hier. Weil ich ja hier drin auch mit Facebook verbunden bin. So, wen haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir jetzt noch den Light. Okay, du hast tatsächlich nur Hengste. Das ist ja krass. Einen Breton. Hier hat sich sonst noch nicht so viel getan. Hier hast du noch zwei Apfelbäumchen. Ein Paarungsstall, eine Bäckerei und hier baust du gerade noch was hin. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich eine zweite Bäckerei sein, nehme ich mal fast an. Klein, aber fein. Und Level 14 finde ich auch schon ganz schön weit eigentlich. Ich glaube, ich hatte mit Level 14 ein bisschen weniger gebaut zu dem Zeitpunkt. So, dann füttern wir Peaches jetzt noch fix. Oh, jetzt geht das hier oben auf 9 runter, meine Frames. Dann füttern wir Peaches jetzt noch? Nein. Keine drei davon. Wir füttern ihr dreimal Müsli. Das dürfte jetzt auch extrem viel Erfahrungspunkte nochmal geben. So. Jawohl, ja.
Das gibt Level 5 für sie. Perfekt. Das heißt, das ist mein mystischer Nachlinger, mit dem wir Rennen reiten können. Cool, das werden wir jetzt nicht mehr machen, weil ich einfach jetzt, wie gesagt, die Folge nicht so lang machen kann. Zur Sicherheit, weil sonst wäre es blöd, wenn wir gleich rausgehauen werden. Dann ist nämlich die Videodata wieder. Einmal eine Cam heute gar nichts mehr. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch hier von heute, für heute von euch. Jetzt springen die FPS gerade wieder hoch. Sehr merkwürdig. Also bitte entschuldigt diese Probleme, dass es nicht so ganz flüssig läuft, wie es laufen sollte. Und dass es ein bisschen kürzer geworden ist. Ich rechne damit, dass heute im Laufe des Tages irgendwann das Update kommt und ich euch das dann morgen zeigen kann. Hoffen wir es einfach mal. Und dann bis morgen. Tschüss.